Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Law Coach. Law, the Law of Attraction. Das Gesetz der Anziehung. Was du aussiehst, wirst du ernten. Was du mit deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen aussendest, das bekommst du zurück. Erkenne dich selbst in deiner persönlichen Welt. Willst du etwas verändern, dann musst du deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Die hast du in der Hand. Ich möchte heute das Thema richtig und falsch ansprechen. Die meisten Menschen laufen ja völlig verwirrt herum, völlig ferngesteuert, völlig fremdgesteuert. Von klein auf erzählt man ihnen, was richtig und falsch ist, und sie haben mit der Zeit verlernt, auf ihr eigenes inneres Navi, ihr eigenes Gefühlssystem zu hören. Obwohl ihr eigenes Gefühlssystem sagt ihnen immer, ob sie am richtigen oder am falschen Weg sind. Es gibt so viele Normen und Gesetze und Traditionen und Kulturanforderungen an das Individuum, dass es völlig unmöglich ist, all diese Ansprüche, die die Gesellschaft an das Individuum stellt, zu erfüllen. Vergiss es. Fang erst gar nicht damit an, dich an irgendwelche Normen und Gesetze und Kulturen anpassen zu wollen. Es kann dir nicht gelingen. Selbst in der Familie gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man sich zu verhalten hat. Der Vater sagt, du musst dich so und so verhalten. Die Mutter sagt, du musst dich so und so verhalten. Dein größerer Bruder oder Schwester sagt, du musst dich so und so verhalten. Du wirst völlig verwirrt durch dein Leben gehen, wenn du nicht auf dein inneres Gefühl achtest. Hast du selbst ein gutes Gefühl, dann bist du für dich am richtigen Weg. Hast du für dich selbst ein schlechtes Gefühl, dann bist du für dich selbst am falschen Weg. Nur so findest du deinen Weg. Nur so findest du richtig und falsch für dich selbst. Beginnst du dich von außen, von Eltern, von Geschwistern, von Lehrern, von Gurus, von Religionsgründern, von Kulturen lenken zu lassen, dann verlierst du dein inneres Navi. Du fliegst wie ein Blatt im Wind herum, ohne dass du irgendwo einen Weg findest, Wurzeln schlägst und deine Träume entfaltest. Du musst jetzt beginnen zu sagen, mein eigenes Gefühl ist die höchste Priorität. Ich höre nicht mehr auf meine Eltern, auf die Gesetze, auf den Staat. Ich höre auf mein Gefühl. Und indem du das tust, hilfst du auch deinen Familienmitgliedern und deiner Gesellschaft, deinem Staat, deiner Gemeinschaft, wieder auf sich selbst zu hören und mehr die Freiheit, die individuelle Freiheit zuzulassen, die Basis von der menschlichen Entfaltung ist. Schau dir an, wer hat die Menschheit weitergebracht in ihrer Entwicklung. Die Angepassten, die nachgekaut haben, was man ihnen vorgesagt hat, oder die Träumer, die neue Wege gegangen sind und sich nicht beirren haben lassen von den Neinsagern, die gesagt haben, nein, das geht nicht, nein, das kannst du nicht machen, nein, das funktioniert nicht. Gehe deinen Weg, glaube an dich selbst
und folge deinem Gefühl. Dein Gefühl sagt dir immer, ob du am richtigen oder falschen Weg bist. Nur so kannst du aus der verwirrenden Gesellschaft, aus den verwirrenden Normen und Gesetzen, die dir die Gesellschaft und die Menschheit bietet, einen Weg finden, indem du auf dein eigenes Gefühl achtest und es als oberste Priorität ansiehst, findest du wieder deinen Weg, findest du den Weg zu deiner eigenen Traumerfüllung und zu deinem idealen Lebensweg. Folge dir selbst, folge deinem Gefühl. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, wieder auf dein eigenes Gefühl zu hören und weniger auf die Marktschreier um dich herum. Folge dir selbst. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, dir wieder mehr selbst zu folgen, wieder mehr selbst zu vertrauen und deinen eigenen individuellen Weg zu gehen. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne. Ciao.